Star Wars Lounge. Willkommen zur Star Wars Show Deutsch. Willkommen zum Filmclub, Star Wars Filmclub hier vor Ort. Kleines Kino, wie auch großes Kino. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen zur Star Wars Geschichte, Star Wars Jediismus, Sith Lords und so weiter und so fort. Vor allen Dingen Cosplayer. So, diese gute Figur kommt ab wieder ins Lager, denn kein Ritter von Ren war zu sehen in E8. Nun, ich muss wieder unterbrechen, so ist das Leben eben. Der Chef ruft. Einer von vielen Jedi-Meistern, ein sogenannter Anakin Skywalker, dessen Saga so langsam zu Ende geht. Mit Luke Skywalker, der an sich nicht verstorben, der halt in einer Macht umworben, wo sein Mantel geflogen, erstklassig in Szene gesetzt. Der Film war einfach horrend super. Der Film war sowas von super toll. Der Film hat sowas von Spaß gemacht, ihn gesehen zu haben. Ich spreche von E8, wo kein Ritter vom Ren vorgekommen ist, sondern Kylo, der seinen sogenannten Helm hat, zerstört. Das braucht man ihn kaum noch, außer für Karneval vielleicht. Wir haben hier eine Spezialversion angefertigt mit einer 3D-Brille innen drin. Ja, Kylo hat eine 3D-Brille und das Teil auch sieht schon toll aus, wenn man dann im Kino sitzt als. Ja, und ich habe heute noch mit jemandem gefachsimpelt, der auch selbstständig, leider schon 70, aber wie gesagt auch im Bereich der Figuren unterwegs war, auch im Game Store gesessen hat hier auf der großen Straße. Wie gesagt, mit 70 hat man sowas nicht mehr, aber man ist immer noch Fan. Er hat heute sich diesen BB-8 in groß mit Elektronik gegönnt. Fand ich toll. Wir haben philosophiert, weil er die amerikanische Ware bestellt aus Zinn. Er hat Zinn darin. Er hat natürlich noch von früher, wirklich, von früher alles noch im Keller stehen, richtig schön. Holt die auch hin und wieder mal raus und weiß genau, welche Preise da aufgerufen werden, aber er gibt sie trotzdem nicht ab. Ja, wie gesagt, hin und wieder ist man der Meinung, dass Star Wars wirklich nur noch eine Art Börse ist. Mal kostet dieses gute Stück richtig viel Geld, ja, und hin und wieder kostet es dann, wie Disney es mal verkauft hat, 29,95. Wie gesagt, hier funktioniert auch alles noch, wenn ich den Knopf jetzt finden würde, ne? Es geht alles noch. Ich habe es auch extra etwas höher gestellt, damit die Jugendlichen und die Kinder nicht ständig daran spielen. Wie gesagt, hin und wieder ist man erschrocken. Dann kostet so ein Szenario, kostet dann plötzlich 151 Euro oder 156 Euro oder 199 Euro. Und irgendwann ist der Preis wieder normal und kostet das gute Stück wieder 50 Euro zum Beispiel. Also Star Wars ist auch eine Art eine Börse geworden. Einige sind der Meinung, sie hätten ein sogenanntes Mitspracherecht. Sie könnten mitsprechen, deswegen hauen sie eine Petition raus, zertrümmern diesen Film. Man fragt sie als Filmemacher, als Schauspieler und alles. Wir fragen uns, wie soll man den Film nochmal drehen oder so. Das ist totale Humbug. Ich meine, es gibt reich Meinungen, sind dafür da, Meinungen zu haben. Und ich finde es toll, deswegen meine ich ja auch, hier in diesem sogenannten Star Wars Filmclub, dass wir diese Filme uns anschauen, unter uns, am gewissen Alter, die also vernünftig sind, und dann anschließend darüber sprechen, wieso einem der Film gefallen hat. Vielleicht haben die ja was gesehen, was unser eins gar nicht gesehen hat, obwohl er genauestens hingesehen, ja, mehr geht ja gar nicht, alles im Hintergrund, was passiert im Hintergrund, was steht dort, wer läuft da und so weiter und so fort, so wie bei Rogue One. Bei Rogue One konnte man sehen, dass C-3PO und R2-D2 da irgendwo rumwuselten, ja, und sogar noch andere Sachen da waren, wie zum Beispiel von den Rebels plötzlich und so weiter und so fort. Unter uns. Star Wars ist ein Märchen,
ein verdammt gut ausgedachtes Märchen. Und es hat ja auch keiner gewusst, dass er irgendwann mal so. Ich habe auch nicht daran gedacht, dass ich nach 40 Jahren hier vor der Kamera stehe und immer noch von Star Wars spreche. Die hieß 1977 bei einer Super 8, Normal 8 und wie gesagt 16 mm. Bin ich auch schon bei der Werbung. Meine lieben Freunde, die das hier sehen, und meine lieben verehrten Gäste, vor allen Dingen Realkunden, die ständig nachgefragt haben, ja, es ist angekommen, er ist da, wir können endlich arbeiten, wir können endlich die S8 und High 8 und Super 8 und Normal 8 können wir endlich bedienen, wir können sie fertigstellen, sogar Dias können wir wieder auf DVD, also zurückholen, damit man die auch wieder sehen kann, den Dia-Arm, wer macht den heute schon? Dia-Arm, oder wer macht Super 8, Normal 8, Dia-Arm oder beziehungsweise so einen Abend mit einem Schmalfilm. Kaum noch einer, früher wurde alles dunkel gemacht, da wurde hochgefahren, da hat man sich da hingesetzt. Also das sogenannte Selbstfernsehen, das sogenannte Selfie, das sogenannte Ich-Produktion hat es doch schon immer gegeben. Seit dem 18. Jahrhundert, wo die Laterna Magica zum ersten Mal erfunden wurde, wo alles rausrannte, weil ein Zug auf sie zugefahren und alle Angst bekamen. 3D gab es auch im 18. Jahrhundert schon. Man konnte 3D-Brille mit einer sogenannten Holz-3D-Brille Doppelbilder sehen und in die Tiefe. Das sah einfach nur super aus. In der heutigen Zeit ist das 3D leider nicht mehr. Und naja, vielleicht kommt es ja mal wieder eine neue Entwicklung, dass man vielleicht keine 3D-Brille mehr braucht. Wer weiß. Wäre super, wenn es wieder käme. Die Effekte sind leider nicht mehr gegeben, so wie früher beim IMAX. Wusch, ne? Oh, herrlich. Das hat so viel Spaß gemacht, bei IMAX drin gewesen zu sein und auch andere Horrorfilme, wo die Messer einem entgegengeflogen sind. Wow, ist ja heute nicht mehr. Heute sitzt man stumm da und schaut in so ein Glas hinein und schaut 3D und ist schon eine tolle Geschichte, das Ganze. Und draußen tobt mal wieder der Wahnsinn. Ich hoffe, dass es nicht alles auf die Leinwand bzw. jetzt hier auf die Kamera kommt. Die Ton-Action, weil wir leben hier nun mal in einer actionreichen Welt, wo ständig irgendwo Blaulicht daherfährt oder irgendeiner irgendwie irgendwo, das ist eben so. So, ist wie im Film, das Leben ist wie im Film und läuft auch manchmal so ab. So, die Figur kommt jetzt wie gesagt gleich wieder weg für alle Cosplayer. Wie gesagt, wir haben sie immer noch im Programm, ist da auch Kylo Ren, ist da, ich meine so ein Kumpel hier, so ein Star Wars Kumpel, macht ja auch richtig Spaß, ich meine, auch mit so einer Kluft ins Kino zu gehen, auch die Maske aufzuhaben mit 3D-Brille und alles, das macht schon Spaß. Und ja, ihr seid total recht herzlich willkommen, auch real hier zu erscheinen. Wie gesagt, die Lounge ist nicht mehr die Lounge. Es sind aber noch einige Sachen da, die man sich anschauen kann, wo wir dann darüber philosophieren können. Es kommt aber alles wieder zurück. Es wird also noch Star Wars vielfältiger, ja, es wird jetzt richtig geschöpft, damit, also, ne, also im Jahre 2019 soll hier so viel Star Wars sein, dass das einfach passt zum großen Eröffnen des Star Wars Kinos, des Star Wars Hype, des Star Wars Anaheim, des großen Fantasy Parks an Star Wars, richtig Star Wars. Schätzungsweise können die dann da auch drehen, ihre Sendungen machen und so weiter. Das wird schon einen gewissen Grund haben, das Ganze. Dann hat man nämlich eine Wahnsinnskulisse, wo man drehen, arbeiten kann, real drehen und arbeiten kann und wo auch die Zuschauer mit eingebunden werden können, vielleicht in einer Serie. Also Disney ist wirklich der richtige Ort für Star Wars, für Krieg der Sterne. Weil so viel Kapital hatte leider George Lucas nicht. Und Lucas Film gibt es ja schließlich immer noch. Die Firma gibt es immer noch. Und die Catherine Kennedy ist dafür zuständig, um aus Star Wars was zu machen. Und wenn sie den Herrn Johnson da engagiert hat, eine Trilogie zu machen, wenn sie den J.J. Abrams gebeten hat, die neuen nochmal zu machen, ist doch okay. Wir haben jetzt halt viele Regisseure, nicht mehr einen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen, der dann endlich den Rest machen muss oder für den Rest zuständig ist. Es kommt ja auch auf die Dramaturgie an, auf die Textur, wie das Ganze, wie die Körperschaft ist, wie die Figur erschaffen ist. Zum Beispiel hier so ein Ritter von Rehn läuft bestimmt nicht so schlimmerlich rum hier. Ist klar, da wird das irgendwie angepasst, da wird darüber diskutiert, soll man ihn so machen, soll man ihn so machen, soll man ihm die Maske so machen, soll man und so weiter. Das ist Dramaturgie, das ist Backstage, wo die dann arbeiten, die Kirschner arbeiten.
die näher arbeiten, herstellen, sich ausdenken, was nehmen wir, was machen wir, wie, machen wir hier noch Polster rein, machen wir hier noch Polster rein oder so, machen wir hier nur die Augenschütze so. Und das ist das Schöne am Film, das ist das Schöne im Backstage, das ist das Schöne, zum Beispiel ja hier, wie gesagt, war ja auch nicht schlecht, ja, hat jetzt mit Star Wars nichts zu tun, aber da war es ja genauso, die Filme, die ähneln sich ja jetzt alle. Und wenn der Tarantino, hier im Dark-Bereich Star Trek arbeitet und irgendwie dann wird schätzungsweise auch irgendwie Star Wars nachziehen, lasst euch einfach mal überraschen, da wird vieles auf euch zukommen. So, das ist, ist das letzte Video. Ich wünsche euch wirklich wunderschöne Weihnachten 2017. Ich wünsche euch wunderschönen Silvester 2017. Und ich freue mich im Jahre 2019 wieder mit euch zu philosophieren, mit euch zu schnabulieren, mit euch zu diskutieren über die Filme von Star Wars, von den Figuren, die da auf uns zukommen. Wieso, weshalb, warum die Figur so geworden ist, ob die Figur überhaupt gut ist, ob die Figur überhaupt gut ausschaut, ja, ob es vielleicht noch Nachbauten gibt, ob es, wenn irgendjemand irgendwo was fehlt, irgendwas ist abhanden gekommen, gibt es vielleicht irgendwo dieses Teil nach. Das macht so viel Spaß, mit euch, wie gesagt, darüber zu sprechen, mit euch an diesem Thema zu verweilen, stehen zu bleiben, zu jonglieren. Was kann denn da vielleicht noch alles kommen? Wichtig ist, der sogenannte Kanon mag ja alles schön recht und gut sein, aber der ist nun mal gestrichen worden von Disney. Disney hat gesagt, stopp, wir machen unser eigenes Ding. Somit haben wir eine New Generation. Wir haben New Star Wars. It's new. It's always new. So, da müssen wir uns mal dran gewöhnen. Auch wir Älteren, wir haben uns dran gewöhnt. Wir Älteren finden, oh, ich liebe in den Film, ich liebe E8. Ich freue mich so sehr, wenn ich den bald wieder in meinem Heimkino auf 21 Quadratmeter Dolby 7.1 sehen darf. Ich hoffe, dass er in diesem Verfahren rauskommt und dass ich den auch wirklich sehen kann. Alles, was ich gelesen, steht drin, dass er 20 Minuten länger wäre. Ich will hoffen, dass die 20 Minuten auch wirklich in dem Schnitt sind und nicht wieder zusätzlich irgendwie, wie so oft. Ja? Aber das ist eben so. Wir können doch nichts ändern. Was sollen wir denn ändern? Man müsste selber was, meine lieben Freunde, wir müssten selber was erfinden. Wir müssten mal ein bisschen Geld bereitlegen. Wie gesagt, komm vorbei, Geld mitbringen. Die Kameras, alles ist da. Licht, Schatten, Tricktechnik, alles da. Dann suchen wir auch noch Leute, die den Trick beherrschen. CGI zum Beispiel oder so. Ey, da können wir auch Filme machen. Können wir auch einen Fanfilm machen. Einen richtig tollen Fanfilm machen mit allem drum und dran, wer Spaß hat, vor der Kamera zu arbeiten. Dann sieht er auch mal, wie schwierig das Ganze ist, etwas in die Szene zu setzen, etwas zu verkörpern, eine Gestalt zu erfinden und diese Gestalt zum Leben erwecken. Nicht er selbst sein. Nicht er selbst sein, sondern die Gestalt sein. So, wenn er jetzt hier lebendig wäre, unser Ritter von Ren, wenn er jetzt so dramatisch, so richtig bodybuilding-mäßig rüberkäme, so und ja. Ich finde es ja lustig, wenn Regie sagt, mal, schau mal ein bisschen brummiger rein, dann sagt der Schauspieler, was soll das denn? Wie soll ich denn da brummig gucken? Aber egal, so soll es ja auch geben. So ein Gig hat es hier bei Kylo Ren gegeben. Ne? Er stand lange genug jetzt im Schaufenster, stoppen jetzt ab. Kylo bleibt jetzt hier stehen. Kylo finde ich toll, dass er jetzt hier steht. Das wieder. Meine Güte, Darth Vader. Darth Vader habe ich jetzt so lange gesehen, dass ich schon keine Lust mehr habe, den Darth Vader zu sehen, wenn er versteht, was ich meine. Weil irgendwie ist diese Rüstung, diese Darth Vader Rüstung, irgendwie jetzt mittlerweile 40 Jahre alt und es gibt bessere Rüstungen. Ich habe auch bessere Rüstungen gesehen. Ich habe Cosplayer gesehen, die Rüstung gebaut haben. Wicked Armor zum Beispiel, der macht der Wahnsinnsrüstung. Ja, der Wahnsinnsbekleidung. Ja, das sieht so stark aus. Ich vermisse einen Space Cowboy. Ich will hoffen, dass Han Solo die Story einen Space Cowboy hat. McBain zum Beispiel. McBain könnte man auch. Das ist ein erstklassiger. Ja, also bei den Rebels ist ja McBain zu sehen. Und bei The Clone Wars war McBain ja auch zu sehen. Und das war ja. Das war ja mit seinem Schnorcheln da und seinem blauen Gesicht und seine Verwegenheit. Ich meine, solche Spielfiguren wäre ja auch klasse, wenn die irgendwann mal
mit eingearbeitet würden. Unter uns, man kann alles einarbeiten, weil Star Wars ist alles. Star Wars einfach alles. Ja, die Endszene mit dem Jungen, der da mal eben mit seiner Macht den Besen spielt und dann rauf geht und ins Universum schaut und schmunzelt. Diese Szene war doch auch schon super. Ja, der junge Mann kann sich da auch glücklich schätzen. Er ist ja jetzt auch schon im Zenit. Der ist ja jetzt auch schon fotografiert. Er steht ja jetzt auch schon im Mittelpunkt. Und wenn es ihm gut geht und wenn er den Hype über seine Person gut verlebt, kommt er nicht ins Irrenhaus wie der erste Anakin-Darsteller. Ja, der erste Anakin-Darsteller hat es halt nicht geschafft. Irgendwie ist ihm irgendwas da doch abhanden gekommen. Das kann nämlich auch passieren. Wir müssen bedenken, wir sind Realpersonen, die etwas verkörpern. Wir sind Realpersonen, die mit irgendwas spielen sollen. Wir sind Realpersonen, die irgendwas reinschlüpfen sollen. Ja, wir sollen da reinschlüpfen und wir sollen das dann verkörpern. Wir können nicht alles wissen, also müssen wir uns das Wissen aneignen, um irgendetwas wie eine Kampfsituation, das Spielen mit dem Kampf, das ist ja Synchronität, das wird ja synchron gehandhabt, man kann nicht da eben wie so ein Wellen da rumfuchteln, das geht auch nicht, das ist alles synchron, ja, deswegen sind ja auch die Leute da, die da mithelfen, man ist an Kabel gebunden, dann wird man zurückgezogen, so viel Spaß macht das als Schauspieler auch wiederum nicht, wenn man plötzlich nach oben gezogen wird oder nach hinten gezogen wird, gezerrt wird oder geschlagen wird, ja, auch wenn man auf einer Matte niederfällt, auch ist egal. Ist halt so. Der erste Teil damals, 1999, waren 180 Drehtage und dann waren das im Kasten. Ja? Und dann wurde richtig gearbeitet und dann kam 1999 auch mit Jar Jar Binks etc. pp. Jar Jar Binks hat man dreimal unter uns. Wer eine Petition rausholt, sollte dann doch Star Wars 1 bis 3 eintüten und neu gestalten. Ja, sagen wir mal so, also mir persönlich egal, ich gucke alles, habe ich schon mal gesagt. Auch die Zeichentrickfilme des Clone Wars habe ich mir damals angesehen. Dann kam ja Clone Wars animationsmäßig, hätte man auch besser animieren können, aber auch egal. Das liegt am Geld. Das ist teuer, meine lieben Freunde. Man kann nicht einfach Filme drehen und sagen, wir drehen einen Film. Nee, nee. Also die Sponsoren möchten das Geld zurück in 2-, 3-, 4-facher Ausführung am besten. Und Til Schweiger kann am besten darüber reden, wie er einige Filme in den Sand gesetzt hat und das Geld dann plötzlich zurückzahlen musste. Also so einfach ist der Filmdreh nicht, meine lieben Freunde. Man dreht nicht einfach einen Film, hurra, und dann ist es da. Nee, nee. Das ist genauso mit den Bitcoins. Die Bitcoins, das ist auch ein Quatsch. Immer eben 400 Euro abgeben und 1,2 Millionen kassieren. Wow, wow, wow. Ich meine, ich höre alles, sehe alles, merke alles, sagt nur nicht allzu viel. Ich habe jetzt mal eben so reingehauen, rausgehauen, umgehauen, weil das passte alles so irgendwie zu Star Wars, mal eben zusammengetütet. Die Sith Lords, die Jedis und der ganze Realismus, der dazu gehört und auch zu Star Wars und so weiter und so fort. So, ich bedanke mich total und recht herzlich. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten 2017 und wunderschönen Silvester 2017. Wir erleben uns hier beim Club, wir erleben uns hier real. Alle, mit denen ich wirklich smalltalked habe, ihr wart nett. Ich freue mich recht herzlich, dass ihr da wart. Die gesamte Mannschaft aus Dortmund, Cosplayer, dann die Mannschaft hier aus Essen, die DC-Leute, die halt im Comic-Bereich arbeiten, als Batman, Darkman und wie sie alle sich so nennen. Ja, dafür bedanke ich mich auch, dass die da waren. Dann die ganz anderen, dann die echten Fans, die da waren, die richtig zugeschlagen, die richtig gekauft haben. Da bedanke ich mich recht herzlich für. Und natürlich fürs Vertrauen. Und finde es toll, mit euch humoristisch, witzig daran zu gehen. Nicht verbittert, verbohren oder so. Heute war auch der Jüngste noch da, Marcel. Marcel war auch da, hat sich natürlich den Kylo wieder genommen. Ist klar, Weihnachten hat er natürlich wieder einen Sonderpreis gekriegt. Papa kam später, sagt er, und? Ja, der war wieder da. Hat wieder zugeschaltet, sagt er, der kriegt zu Weihnachten nichts von Star Wars. Gar nichts von Star Wars. Nee, 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 mach ich nicht. Ne? Ja, deswegen kauft er meistens selber Star Wars Sachen. Ne? Ja, es gibt Leute, die sind total verliebt in Star Wars und die meckern nicht. Auch 9-Jährige nicht, 12-Jährige nicht. Es gibt aber welche, die drehen am Rad. Leider. So ist es immer. Also ich bleibe hier treu bei meinem Kylo, bei meinem Darth Vader, bei einem von Ritter Ren, den wir immer noch umbasteln können. R2-D2, 3PO, Han Solo, und natürlich einen Stormtrooper.
Ist klar. Und dann bedanke ich mich noch von den ganzen Künstlern, die hier die Bilder bereitgestellt haben. Artkünstler, die damit wirklich wunderbar arbeiten, wunderbare Sachen hergestellt haben, die auch wunderbar hier an dieser Wand sicherlich irgendwann noch besser zur Geltung kommt. Wenn man sich so umschaut, man muss das ja auch irgendwie gestalten. Es muss auch nach irgendwas aussehen. Und dann muss man da halt auch dran arbeiten. Na, also ich bedanke mich, wie gesagt, total recht herzlich. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Show zu machen. 40 Jahre Star Wars. The Star Wars Show in Deutsch. Und in der Lounge. Und euch persönlich hier kennengelernt zu haben. Mit euch hier real unterhalten. Einige waren sogar real vor der Kamera, konnte man mitarbeiten. Einige waren auch real vor der Kamera, aber ich durfte leider nicht, weil das ein Auftrag war. Viele haben auch Aufträge erteilt, da wurde gedreht, da wurden tolle Sachen gemacht. Ist klar, zeigen die natürlich selbst, versteht sich. Ne? Man hat ja nur geholfen, man hat den Schnitt gemacht oder man hat die Tricks rausgesucht und die haben sich das dann herausgefiltert und daraus eine eigene Sache gemacht. Eine Show machen, ja. Hätte ich schon Lust drauf, ist richtig. Sage ich jetzt noch einmal, im Jahr 2018 rufe ich auf. Im Jahre 2018, 2019 und 2020 rufe ich jetzt auf, dass wir da was machen können. 10 lange Jahre, dass wir dann mit den 50 Jahre Star Wars so richtig abschließen, weil meine eine hat dann ein gewisses Alter und ich weiß nicht, ob ich dann noch von der Kamera irgendwie vorstellig sein werde und dann vielleicht nur noch hinter der Kamera sein werde und dort zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe heute einen 70-Jährigen kennengelernt, der aussah wie 50 und auch frisch blieb durch Star Wars, durch sein Hobby, mit 70 halt noch. Also der ist also schon nicht schlecht, das Ganze. Ich meine, ich finde es ja toll, dass wir damals, 1977, zwischen 14 und 24 im Kino waren und heute, 40 Jahre danach, wieder welche zwischen 14 und 24 im Kino waren, um nur was gesagt zu haben. Von 0 bis 00. Ne? Ist klar. Jeder soll sich nicht benachteiligt fühlen, ob Frau, ob Mann oder ein S mittlerweile. Jeder, der das mag, ist total und recht herzlich willkommen, auch hier in dieser Gruppe. Star Wars Gruppe, Filmgruppe. Da geht nicht, mehr kann ich nicht sagen. Ich hoffe, ich habe das wieder gut in Szene gesetzt. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt, hier noch die Figuren zu sehen. Die sind noch da, aber ihr könnt sie nicht mehr sehen, weil die kommen jetzt ins Lager. So, ich schließe jetzt das Jahr 2017 ab mit diesem Videoclip und hoffe, wir haben tolle Weihnachten gefeiert. Ich hoffe, wir haben tollen Silvester erlebt. Ja, und ich hoffe, wir erleben uns im Jahre 2018 gesund, munter wieder, mit viel Witz und Spaß und ja, mit irgendwelchen Star Wars Artikeln. Ne? Ich kenne ja eine Seite, habe ich euch schon mal gesagt, SW Black Series. Also er macht das schon okay als Seite, aber er ist halt nur bei 4 und 6 stehen geblieben. So was gibt es leider auch. Nie stehen bleiben, immer weiter. Schauen, für sich gutheißen, für sich nicht gutheißen, aber weiter, nicht stehen bleiben. Auch nicht bei Star Wars. The New Star Wars ist am 2015 ist The New Star Wars. Die Macht ist dort erwacht, hat schon alles seinen Sinn und ist jetzt im Jahre 2017 nochmal weiter gediegen. Snoke kann wiederkommen, Luke kann jederzeit wiederkommen, jede Spielfigur kann irgendwie, irgendwo, sogar Han Solo könnte, aus welchem Grund auch immer, irgendwie wieder geholt werden. Also weg ist keiner, sogar Carrie Fisher ist nicht weg. Ja, um das mal so gesagt zu haben. Natürlich, R2-D2, 3PO und wie sie alle heißen, gehen jetzt irgendwie. BB-8, BB-9 und wie sie alle heißen, ja. Ja, ist so. K2O, der ist auch nicht mehr da. Der ist also auch schon zerschossen. Kann auch sein, dass er irgendwo doch wieder zusammengebaut wurde, gelötet, geschmiedet und plötzlich lebt er wieder. Also machbar im Film ist alles. Ja, ich sag nur Bobby Dewey. Der war 30 Jahre weg, stand dann plötzlich in der Dusche, ja, und es war alles nur geträumt. Tja, das war Dallas. Mehr wollte ich nicht gesagt haben. Also denkt dran. Das andere heißt Dollar. Star Wars macht die Kohle. So sieht's aus. Und nichts anderes. Lasst euch nicht wild machen. Bleibt cool. Bleibt bei der Sache. Und habt Fun. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch sehen lässt. Und bis dahin, viel Spaß.